Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu Huntsman, die Orphanage. Ja, die Vollversion ist erst jetzt rausgekommen. Und jetzt kommen wir erst in diese Area, die ich keinen Schlüssel für habe. Dann müssen wir irgendwie einen Schlüssel finden. Und ob wir den finden können, ist eine andere Frage. So, was sagst du, Tafel? Das wird wohl der Fall sein, ne? Was könnte der Schlüssel sein? Das ist natürlich auch die Frage. Okay, ja, ich muss den Schlüssel suchen. Das heißt, ich muss doch mal das ganze Haus durchkämmen, bevor ich diesen Schlüssel finden kann. Ich stelle es alles mal hier hin. Man weiß ja nie, ne? Wo könnte der Schlüssel sein? Das ist die Frage. Die Frage der Fragen. Haben wir uns ja schon angehört. Hier waren wir ja letztes Mal. Ich glaube, ich mache kurz einen Cut bis zu der Stelle, wo ich es gefunden habe. Ich habe mich doch gerade entschieden, alles aufzunehmen. Wenn ich den Schlüssel suche, vielleicht passiert ja was Interessantes. Mal gucken. Wer weiß. Man weiß ja nie mehr. Oder verkackte Schlüssel sein könnte. Aber ich glaube, so wie ich Horrorspiele kenne, wird es sicher nicht dort oben sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wo ging's nochmal runter? Ist es denn doch schon eine Zeit lang her, als ich es zuletzt gespielt habe? Sesam, öffne dich. Ich weiß, ich werde möglicherweise Ewigkeiten
den Schlüssel suchen. Was auch gut sein kann. Aber wer weiß. Wer weiß. Oh, hallo. I did steal the pretty dancing lady from Matron's room. But I never fessed, even after the 13 swats with the hickory stick. Matron never found the pretty dancer. I made sure of that. I hid her quite away, though, once I showed Dorothy. Okay, dann halt nicht. Ich höre mir das später an. Aber ich muss jetzt mal den Schlüssel finden. Dann kann ich mir ja alles anhören. Eigentlich muss man die Leute gar nicht anhören. Sie geben mir eigentlich nur versteckte Tipps. Ob der Schlüssel dort auch gemeint ist? Wer weiß. Wo ist der verkackte Schlüssel? Das würde mich interessieren. Das würde mich echt interessieren. Ah, nichts. Noch weniger ist nichts. Oh. Was ganz Neues, eine verschlossene Tür. Okay. Warum ist die Tür verschlossen? Geht die nicht in den Keller? Komisch. Oder geht die hier in den Keller? Ne. Die hier auch nicht, die hier. Möchte auch nicht in den Keller gehen. Wo könnte nur dieser Schlüssel liegen? Und wie soll ich den erkennen? Fragen über Fragen. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Keller. Die Tür will auch nicht öffnen. Das heißt, das Spiel will nicht, dass wir in den Keller gehen. Ist das der Schlüssel? Lol, bewegt sich das? Nee. Du bewegst dich nicht, Sack. Okay, ich habe den verkackten Schlüssel, also. Gut. Sehr schön. Okay. Ich habe das verkackte Gefühl, dass bald irgendetwas passieren wird. Ach du heilige Scheiße. Schlüssel. Ich will dich ablegen. Wieso kann ich dich nicht ablegen? Ah, ich hab Schiss. Ich will diese Sache nicht betreten. Okay. Ah, ich bin jetzt im Labyrinth. Ah, ganz toll. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt nicht rein. Das erinnert mich gerade sehr stark an Harry Potter. Die ganze Angelegenheit hier. Dann wollen wir mal. Ich habe Angst, dass mich jede Ecke irgendwas verdammt nochmal
ohne Ende erschrecken könnte. Das habe ich im Gefühl. Und ich hoffe nicht, dass der verkackte Huntsman auftaucht. Ich sehe auch nichts hier. Zum Teufel ist das mein Schatten, ja. Gut. Alter, wo geht es hin? Dann wird das wohl der richtige Weg sein. Immer der rechte Weg. Huch. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich habe echt keine Ahnung, wo lang. Sackgasse. Ist hier irgendwas? Nee. Nur ein sehr hoch aufgelöster Foto von einem. Bekomme ich hier schon langsam. Der Baum. Das Spiel ist gruselig für mich. Baum? Hallo? Ich setze mich am besten mal. Chill mal eine Runde. Ich bin hierher gekommen. Ich muss mich irgendwie orientieren. Dort, wo der Baum hinzeigt, bin ich hergekommen. Links, rechts oder geradeaus? Verkacktes Labyrinth. Muss ich tatsächlich so oft 7-mal durchqueren? Oh Gott. Gehen wir mal rechts rein. Ach, verdammte Scheiße, ich hasse solche langen Geraden. Aber auch sowas. Wo es sehr verwinkelt will. Grab. Hattie. Ich glaube nicht, dass es das Richtige war. Verdammt. Verdammt. Ich weiß nicht, was Hattie will. Ich hätte es mir anschauen können. Aber nein. Aber wie soll ich auch wissen, wer was möchte? Ich hasse die Schatten. Ich hasse das Gebüsch mitten am Wege. Und. Wieder der Baum? Oder wo komme ich hier hin? Das ist die Lichtung? Oder warum ist der Gang so lange hier? Willi.
Was steht da drauf? Auch nicht, oder? Okay, hat nein gesagt. Okay. Zwei von sieben Gräbern habe ich ja schon mal gefunden. Ich muss nur schauen, dass ich hier irgendwie konzentriert bleibe. Okay, hier war nix. Das ist dann einfach. Dann gehe ich mal hier zurück. Ich schätze mal 2, 2, 3. Irgendwie wird die Aufteilung sein. Schätze ich jetzt mal. Ich muss nur irgendwie zu dem Baum zurückfinden. Es wird eher die Aufgabe sein. Weil ich bin hier ein bisschen verloren gerade wieder. Also wie hier. Also wieder bei Hetty. Na, probiere ich es halt nochmal hier. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Natürlich nicht. Okay. Alles klar. Ich habe nämlich das Gefühl, dass irgendwas passieren wird, sobald ich quasi den Gegenstand zur richtigen Person gebracht habe. Ja, und das ist das der Baum? Ich hoffe mal. Ist der Baum. Okay. Dann, ich habe zwei von sieben Gräbern gefunden. Dann gehe ich mal geradeaus. Guck mal, was hier so der Fall sein wird. Aber manchmal bilde ich mir halt noch ein, die Schatten von den Blättern, die sind böse. Die sind echt böse. Naja. Nichts. Schön. Nichts. Noch weniger als nichts. Doppel nichts. Aha. Ich glaube, ich bin so. Keine Ahnung. Ich glaube mal. Ich wäre hier echt noch bekloppt. Auch nichts. Okay, dann haben wir hier Noah. Noah, okay. Wie schaut's hier aus? No, that does not belong to me. Auch nicht. 3 von 7, falsch. Okay. Wenn ich nur mehr Bilder angehört hätte. Aber es hilft mir, ich weiß ja sowieso nicht, wo die sind. Von den Gräbern. Ja, ich glaube, hier sind die drei Gräber. Will zumindest Sinn ergeben, nach meiner Logik her. Okay. Ich habe keine Ahnung, wohin gerade. Ist echt schlimm, so.
hier? Ich weiß es nicht. Nein, das war ja die Doppel aus. Okay. Okay, bin ich hier rein, dann gehe ich jetzt mal rechts. Okay, nichts hier. Noch nichts hier. Jede Sekunde könnte uns irgendwas anspringen und mir zu einem sehr männlichen Schrei verhelfen. Aber wer weiß das schon? Ich sicher nicht. Dieser Ort kommt mir schon wieder sehr bekannt vor. Es sind nur Blätter. Die beißen nicht. Hoffe ich zumindest. Die lange Gerade war zumindest mal neu. Die auch wieder die bösen Schatten hier. Die mich quasi ablenken. Versuchen mich zu erschrecken. Erstmal hier lang. Nichts. Okay. Dann hier rüber. Wo komme ich hier nur hin? Das ist die Frage. Okay. So, Edward. Auch nicht. Okay, haben wir 4 von 7. Abgehakt. Dann fehlt es nur mal der Weg geradeaus. In diesem Labyrinth. Okay, ich werde mich jetzt noch hinbegeben. Dann hoch. Da sind wir hergekommen. Mich alles täuscht. Jetzt müssten 2 ewige Geraden kommen, ne? Okay. Da ist die ewige Gerade. Die sehr gruselig scheint. Okay. Ah, schon ein bisschen rennen kann doch auch. Nett. Eigentlich schon ganz vergessen gehabt. Aber irgendwann müssten wir hier auch rauskommen. So. Noch hier lang. Aber das machen wir das nächste Mal. Bei Huntsman, The Orphanage. Und bis dahin. Spielt schon brav weiter.